Also er hat wirklich eine großartige Einstellung. Er ist 18 Jahre und ich glaube, der hat wirklich von jetzt 10 Jahre Spitzensport absolviert. Und er hat wirklich auch viele Prüfungen, viele Turniere gegangen. Er ist immer da gewesen. Er hat nie irgendwo wirklich etwas in den Sand gesetzt. Das ist eigentlich eins meiner erfolgreichsten Grand Prix-Pferde gewesen. Obschon er nie ein Championat gesehen hat, weil er leider immer ein bisschen im Schatten, das ist eben Fluch und Segen zugleich, im Schatten von Bella und Weihegold gestanden hat. Und ja, es ist eine großartige Zeit gewesen und jetzt neigt die sich dem Ende zu. Und jetzt versuchen wir heute nochmal eine schöne Kür zu absolvieren und das ist dann vielleicht auch seine letzte.